Moin Leute, was geht? Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Ich bin ja in einer sehr unspektakulären Location mit schlechtem Licht und ich wollte euch zeigen, was man mit drei Lichtern alles machen kann. Let's go! Heute darf ich hier für Valimex ein bisschen ihre Produkte vorstellen und zwar drei Lampen, die jetzt rausgekommen sind. Einmal hier die 100 Watt Lampe, das ist eine LED und die hat RGB und Bicolor. Das haben alle drei, die ich heute hier habe. Das ist eine ganz neue Version. Hier nochmal eine kleine Pocket-Variante. Sehr praktisch, weil man die halt überall mitnehmen kann, in ein Auto reinstellen kann, in sämtlichen Settings nutzen. Und hier nochmal eine große Variante, auch eine 50-Watt-Variante. Die beiden sind natürlich ein bisschen größer. Die kannst du auch mit Akku betreiben, aber halt auch an Strom anschließen. Diese hier ist komplett mit Akku betrieben und kannst sie halt überall mit hinnehmen. Kannst auch mit Powerbanks das Ganze hier laden. Also sehr, sehr praktisch. Und ich habe extra hier so eine sehr, sehr unspektakuläre Location gewählt, damit wir zum Beispiel hier mit so ein paar Gimmicks das Ganze so ein bisschen aufpeppen. Und mit den drei Lichtern werden wir diese ganze Stimmung halt auch zeigen. Ich habe hier auch zwei Models dabei. Einmal Lisa und Lasse. Die werden gleich hier fotografiert werden. Wir sind jetzt hier in unserem ersten Setting angekommen. Hier ist unsere Lisa und die Lampen haben wir jetzt folgendermaßen eingestellt. Hier ist einmal Orange, hier haben wir einmal Teal, das ist das klassische, der klassische Teal and Orange Look. Und wir werden jetzt hinten nochmal einmal das Licht in Lila oder Purple einmal verstellen. Das geht alles mit der App, ganz einfach. Vielleicht können wir einmal zum Licht gehen, dass man das Licht so ein bisschen im Hintergrund sieht. Ich drücke jetzt einfach nur auf diese schöne Schaltfläche hier und kannst dir jede Farbe nehmen, die du möchtest. Wir werden jetzt das lila Licht einfach mal nutzen und sehen, was es so bringt. Im Hintergrund haben wir noch so zwei Palmen und halt ein stinknormales Fenster. Und dann werden wir gleich mal sehen, ob wir da schöne Fotos hinbekommen. Ja, sehr gut. Oh ja, genau. Super, Alter. Also, du kannst mit deinen Haaren so ein bisschen an der Seite ein bisschen runter machen. Genau, so. Bisschen runter mit dem. Genau, jetzt so, genau. Jetzt sind wir hier bei der zweiten Location. Wir sind eigentlich nur ein bisschen weiter zur Wand gewandert. Und übrigens filme ich das Ganze, beziehungsweise fotografiere ich das Ganze mit einem Alpha 7 III und den Samyang 35mm 1.4. Schön die 1.4er Blende gleich mal ausnutzen, obwohl das jetzt hier nicht so viel bringt, aber so ein bisschen Tiefenunschärfe oder Schärfe werden wir gleich hier haben. Wow, genau das habe ich mir vorgestellt. Und zwar ist es ein Silhouettenfoto. Er hat eine perfekte Mütze heute dabei oder so einen Hut dabei. Und mit den Lichtern wird dann hier so ein bisschen Licht auf seine Jacke gestrahlt, von der anderen Seite in sein Gesicht und auch auf die Jacke. Und das Bild, werdet ihr gleich sehen, ist einfach nur Bombe. Schau mal zu mir. Einfach nur zu mir, ein bisschen mehr drin. Mach ein bisschen runter die Richtung. Das ist ein handelsüblicher Projektor, der die Möglichkeit hat, dass ich mich mit dem iPhone auch verbinden kann. Da werden wir jetzt ein paar Bilder drauf machen und auf die beiden projizieren. Da steht disconnected, aber die beiden sind 100% connected. Komm mal so zusammen. Komm mal so richtig, umarmen Sie mal. Also nimm Sie mal. Ja, genau. Boah, ja, das sieht super aus. Boah, ja, genau. Schaut euch mal an. Yeah. Nein, das guck mal hier oben an. So, let's go. Warte. Alter, das sieht so heftig aus. Ja, ja, genau, genau. Du musst runterschauen, das ist super. Genau, jetzt mit den Haaren einmal so ein bisschen durchwuschen und jetzt. Schau mal, mach mal so deine Haare vor deinem Gesicht, aber dann schau mich an. Genau. Kannst du so ein bisschen. Genau. Ja, das ist cool. Okay, komm mal so ein bisschen zusammen, richtig. Thank you.
Ich glaube, wir haben genug. Verzäumen. Ja, diese Idee kam von den beiden tatsächlich, dass wir so ein kleines Vintage-Video im Hintergrund laufen lassen. Und ich finde, das war eine richtig gute Idee. Danke dafür nochmal, dass ihr auch heute dabei wart. Wir haben ja auch noch ein Video für Wallimax gedreht. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Werde ich auch unten alles verlinken. Diese Lampen sind jetzt übrigens erhältlich. Das heißt, ihr könnt sie auch direkt kaufen. Werde ich alles, wie gesagt, in die Beschreibung reinhauen. Genauso wie eure YouTube-Channels bzw. Instagram-Channels. Ihr macht ja noch kein YouTube. Und im Hintergrund ist natürlich unser lieber Will Eyes. Der hat jetzt hier die ganze Zeit die Behind-the-Scenes-Videos gemacht. Grüß euch. Genau, und wenn ihr natürlich auch seine Sachen anschauen wollt, er hat gerade ganz viele Sachen gemacht, sogar eine kleine Werbung, er hat jetzt gerade ein paar Presets rausgehauen, also auf jeden Fall mal abchecken, sind sehr, sehr schöne dabei. Und ja. Ehre! Na klar, ich würde sagen, wir sind jetzt hier am Ende angelangt, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann, sage ich. Peace.